So hast du syrischen Käse bestimmt mehr gegessen. Erstens brauchen wir rote Zwiebeln. Und 300 Milliliter Wasser. Einen guten Schuss Champagneressig. Und 2 Esslöffel Kokosblütenöl. Dann lassen wir das einmal aufkochen. Passionsfrucht. Köstliche Sache. Dann pfeffern wir das Ganze ein bisschen. Kleinen Schuss Olivenöl. Das Ganze gut verrühren. Zur Seite. Dann brauchen wir natürlich noch unseren syrischen Käse. Die Süße und die Säure der Passion. Schwarzer Pfeffer. Feines Olivenöl. Du musst mir folgen für noch mehr geile Rezepte.